So, lass mich kurz schauen. Bei dem Spielzeug, das war da vorne. Könnte jetzt, nee, könnte glaube ich nicht. Könnte nicht ganz rumlaufen. Irgendwas tatsächlich will durch die Kantine. So, da ist er. So, okay. The door to the west wing is locked. There's a keyhole. Fits perfectly. Fits perfectly. Und auf in den West Wing. Hey, 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 hey. Da war doch eine Puppe drin, ne? Oder? Oh. Okay, 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 überhaupt gar nicht stressig. Ah, Jungs, entspannt euch mal, entspannt euch mal. Okay. So. Was haben wir denn hier? Bei Eintreffen am Tatort hatte sich die Verdächtige bereits selbst eine Stichwunde im Abdomen und eine tödliche Wunde quer durch ihren Hals zugefügt. Der Notarzt wurde gerufen und der Tatort wurde mit Polizeiband für die Untersuchung gesichert. Die Verdächtige wurde als Mrs. Virginia Rule identifiziert, die offensichtlich damit Probleme hatte, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und oder ihr eigenes Spiegelbild zu sehen. Sie wurde am Tatort... Für mich ist immer noch irgendwie, wen verkörpert dieser Typ irgendwie? Also, er muss ja irgendwas abgrundtief Böses sein. Aber wer ist er? Who's this guy? So, wir sind hier. Okay. Der Kühlraum. Ach, Kühlraum ist immer so eine Sache. What? War nicht gerade. Mal in irgendwelche Ecken hier erstmal rinschauen, irgendwie. Wenn man nicht irgendwas übersieht. Eine Batterie. Ja. Okay. Was wäre denn das jetzt? Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir denn da hin? Jetzt kommen wir hier rauf. HP, Munition und... Oh! Enduramin! Great! Ausdauer ist auch auf 1. Nice! Schöne Sache, schöne Sache! So, cool. Alles klar. Das hätten wir. Oh! Oh! Oh Mann, Alter! Das sind so fies! Erstmal alles in mir. Nope. Aber sowas von Nope. Ach du Schande. Was ist das? Die Mama-Puppe. Schön. Lass mich raten. Großartig.
der Typ. Na schön. Was ist das? Das kriegt einen Scheiß. Na, ist ja klasse. Na, ist ja klasse, Alter. Ist ja klasse. Was soll ich jetzt machen? Kommst du näher? Dave? Bist du's? Oh, Dave, Alter. Du bist der Geilste. Got it. Oh, krass. 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 Also, meine ich am Anfang so, ist halt eine extrem coole Spielmechanik irgendwie. Großartig. Einfach großartig. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, ich köpfe hier nochmal schnell rauf und hol mir das Essen da oben irgendwie, damit ich wieder auf 105 komme. Aber da muss man erstmal kommen auf den Shit. Also, habe ich eigentlich. Ist die Waffe durchgeladen? Ja. Ist er. Oh, natürlich. Natürlich. Na los, dann komm. Ah, ja, ich mach's einfach so. Hau die jetzt auch noch weg und dann. Komm ich da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? So, das ist ja schnell gemacht. Zack, Munition nochmal geholt. Fast wieder voll. Müssen ja nicht verkommen lassen. So, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, habe ich schon zwei Figuren. Die Bruderfigur und die Mama-Figur, also die Puppe. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. So, haben wir hier irgendwas? Nein, hier können wir uns durchpicken. So, ein Verladeraum. Oh, das ist schon mal schön. Das ist ja schon mal schön. I need a coin. Fits perfectly. Da hast du sie. Zündschlüssel. Nice. Ein bisschen Futter. Eine neue Batterie. Ist auch immer gut. Okay, wir sind jetzt im Ostflügel, alles klar. Jetzt wollen wir bloß noch in den Verladeraum. Mann, dieser Typ, Alter. Was sind das? Chips? Das sind Chips. Okay, alles klar. Die man zerstören könnte. Okay. Hier mal eine Puppe. Hier nicht noch was. Wir sitzen hier irgendetwas. Aber sieht nicht so aus. It don't look like. It's the ignition key lock. Got it. Okay, kann ich jetzt fahren? Oh! Ja, Gabelstaplerfahrer Klaus, sag ich da nur. Mal. Jo, das Tor scheint immer wieder zu klemmen, nicht aufzugehen. Muss eine Störung in der Stromversorgung sein. Vergiss am besten nicht den Trick mit dem Gabelstapler, den ich dir gezeigt habe. Aber bitte sehr vorsichtig, Dave. Das ist euer Trick, das Ding hier drennen zu lassen und dann hochzuwuppen. Das stand gerade einer.
Okay, hier haben wir ein bisschen Batterien. Da kommen wir durch. Oh shit, okay. Alter, drei Leute? Ist das nicht euer Ernst oder was? Den nehme ich hier. Doch, Freundchen. Cool. Schauen wir mal, wo sie dich alle hinpacken. So. I'll come back for this if I need it. Aha, okay. Kann man bis da hinten laufen? Was haben wir hier? Oh Mann, das ist gruselig hier drin, ey. Diese engen Gänge. Vorhin meckert noch, so groß und weit und gruselig. Ist alles gruselig einfach nur. Schön. List haben wir ein bisschen erhöht. Nach Aussage von Mitarbeitern und Kunden schien Miss Rules eine Panikattacke zu erleiden, die zum versehentlichen Zerbrechen eines Spiegels führte. Aufgrund des Fehlreaktionen der Menschen um sie herum eskalierte die Lage und Mrs. Rules nahm sich mit einer Glasscherbe des Spiegels das Leben. Es gab keine Anzeichen für ein Fehlverhalten anderer. Allerdings vermute ich, dass sie mit einem der Mitarbeiter, ein gewisser Dave, eine Affäre hatte. Ach Mann, Dave! Werde dazu noch Befragung durchführen. Benachrichtigt, Datum, aha. Miss Gemma Rule, die Mutter anscheinend. Ja, Beziehung zum Opfer, Mutter. Und Leslie Rubin. What was it you wrote in her file? Patient was encouraged to establish routine errands that would put her outside. Wow. No wonder her mother blames you. Klasse. Ja, die Mutter gibt uns die Schuld dafür. Was? Aha. Oh, was ist das? Wie dramatisch. Sie nannte sich tatsächlich Abfall. Ich weiß nicht, warum mich das so überrascht. Das ist nicht so schön. Gehe ich hier hoch. Ganz kurz durchs Dunkel rennen. Eine Sache würde ich nämlich ganz gerne noch prüfen. Also hier sind wir jetzt wieder am Flur. Ja. Kommen wir jetzt hier durch? Ja. Sehr schön. Und zwar war da oben noch was. Das hat auch geblinkt. Das da. Von innen bin ich nicht durchgekommen, weil die Leiter kaputt war. Also, warte mal, warte mal. Plattform. Mal alten Plattformer wie mir. Machst du da noch nicht vor? Hör mal. Was haben wir denn da?
Faszinide. Sehr schön. Tempo plus 1. Was haben wir hier noch? Batterie. Und ein Anruf. Bloodspiel in aisle 4. Bloodspiel in aisle 4. Somebody get a mop. And maybe a better therapist. Ja, tatsächlich stellt mir extrem krass vor, wie du dich davon distanzieren musst, wenn du Therapeut bist irgendwie und du hast wirklich einen Patienten, der sich das Leben nimmt. Ja, wie gehst du damit um irgendwie? Also das ist, also klar, du kannst halt nicht allen helfen, ne? Aber das ist, also das stellt mir sehr, sehr schwer vor. Wirklich. Da ganz klar zu sagen, so, das war's nicht meine Schuld. So, okay, alles klar. Jetzt müssen wir die jetzt hier wahrscheinlich in die Puppenhaus hinstellen. Man macht das Abendessen. Küche. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag. Kicken, Feuer. Kamin vielleicht. Im Dachstuhl hat er immer Mut. Der Bruder kommt also auf den Dachstuhl. Und ich, mir geht's gut. Alles gut. Dann Unglück. Da ich böse bin, bin ich ein seelenloser Abfall. Tja, okay, bei der Tochter müssen wir mal schauen, wo die hinkommt. Machen wir erstmal Taschenlampe an. Oh je, naja, dann würde ich mal fast sagen. Small rounded slot. Da. Ja, das sieht nach Feuer aus. Da kommt Papa hin. Hier ist die Küche. Mother. De. Und der Bruder kommt auf den Dachboden. Das war der Tag. Sie zog den Spiegel am Schminktisch ihrer Mutter aus der Halterung. Der Geschmack von Blut und Lippenstift blieb in ihrem Mund bis zu ihrem Tod. Oh Mann. Krass. Tee. Klötzer suchen? Ein A? Was ist noch? Eine Batterie? D. Wie haben wir denn jetzt? Vier Stück? Was soll ich damit machen? Soll ich jetzt hier Bauklötze turmen? Ein Spiegel. Nummer 5. Oh, Teddy! Ja, alles klar. Hier wandern. Beiseite. Okay. I can put something in here. Hier sollen sie hin. Nein. Was haben wir denn da? D-E-A. Guck mal, das geht. Death. Creepy, but nothing happened. Hated. Na gut, dann packen wir dazu hin. T. A. H. This seems correct, but something with the reflection is wrong. Okay, also den machen wir noch anders. Ach so.
Okay. Wo ist er denn? Da ist er. Oh Mann. Wollte sterben. Nur jemand so Selbstsüchtiges wie du würde versuchen, ihr das wegzunehmen. Ich sehe mit Freuden, dass es dir nicht gelang. Okay, kann keine Scherbe mehr auswählen. It's okay. I see you. You can rest now. Thank you. Okay. Geh nach Hause. I don't think Virginia would be capable of doing something like this without some sort of outside influence. I promise you, Miss Rule, I'll get to the bottom of this. Okay. Okay. Ja, wir haben Geist, wir haben ihren Geist erlöst. Oh Mann. Geist befreit quasi, ihre Seele. Oh, das ist ja... Okay, ach, jetzt ist ein Weg zurück, ja? I think I'm ready now. We can talk about the scars. My face. If you'd like, yes. I appreciate you not asking me about them. I mean, I do see you looking at them. Everyone does all the time anyway. I'm listening. Makeup and then I sorry. Take your time. I just slipped. I don't know. I lost my balance and I grabbed the mirror cabinet and the whole thing just fell apart. I hate her, my mother. She made me go anyway. Made you go where? Out to the pageant, to school, everywhere, with a busted up face and stitches. Ja, da sieht man mal, ne? Und wie was halt einfach der Druck von Eltern auf Kinder aussieht. She's a monster and a liar. She told me I was still pretty. She said people wouldn't judge me. Guess what? They did. They look at me with pity. I look back at them with hatred.
Okay. Oh Gott. Ja, scheinbar normalisiert sich hier so langsam und füllt sich langsam der Raum hier. Ich sehe gerade, hier oben liegt die andere Kassette. Wir haben, wenn ich das jetzt so recht interpretiere, anscheinend irgendwie noch drei andere Fälle, die wir lösen müssen. Was ist das? Und hier haben wir den Ordner von Virginia Rule. Diagnose. Persönlichkeitsstörung nicht näher bezeichnet. Trauma durch frühere Verletzung. Umstände der Behandlung. Die Patientin begann die Behandlung aufgrund einer Disziplinarmaßnahme am College. Mitbewohner hatten möglichst suizidale Gedanken gemeldet. Die Patientin versteckt sich meistens in ihrem Zimmer aus Angst vor Verurteilung während des äußerlichen Erscheinungsbildes. Persönliche Geschichte. Als Kind wurde die Patientin von ihrer Mutter Gemma Rule zu Schönheitswettbewerben geschleppt. In dieser Zeit litt sie unter Beleidigungen, die mit ihrem Erscheinungsbild und ihrem Auftritt zu tun hatten. Bei einem Unfall fiel ein Badezimmerspiegel auf die sechsjährige Virginia, was zu zahlreichen Narben führte und ihre Beteiligung an Schönheitswettbewerben beendete. Psychologische Notizen. Kann ich das jetzt hier? So. Patientin leidet an den konstanten Verurteilungen durch Dritte, die von ihrer Teilnahme an Schönheitswettbewerben trotz eines Unfalls, der zur Entstellung ihres Gesichts führte, herführt und einer nicht unterstützenden häuslichen Umgebung. Patientin verinnerlichte das in extremer Weise, was zu einer starken Aversion gegen öffentliche Orte führte, aus Angst verurteilt zu werden. Patientin will nicht in den Spiegel schauen, oft hat sie Wutausbrüche gegen jene, die sie für verurteilend hält. Patientin wurde ermutigt, regelmäßig Alltagsaufgaben zu übernehmen, die sie nach draußen bringen. Als ihr örtlicher Einkaufsladen wegen des Konkurrenzdrucks durch den Hungermarkt Superstore schloss, musste die Patientin ihre Routine ändern und ihre Lebensmittel an einem anderen Ort mit einer viel höheren Kundenfrequenz kaufen. In jüngerer Zeit vermehrte Angstgefühle, vermehrte Angst vor unbekannten Gefahren und Bedrohungen. Tja. Ja, da kann man mal sehen, was so kleine Stellrädchen irgendwie im Gesamten nachher ausrichten, ne? Irgendwie. Scheiß Tragödie.